Robert Skopin ist qua Beruf für Innovation zuständig. Er arbeitet beim erfolgreichsten Jugendradio der ARD. Wolli! Hallo! Wenn du mich hören solltest, dann geh doch ran. Tut mir leid. Ist ja erst die dritte Woche hintereinander. Da kann man mal ein bisschen später kommen. Seit 3 Jahren stehen sie gemeinsam vor dem Mikrofon. Die Stars von Radio Fritz. Robert Skopin und Volker Wiebrecht. Ich kam mit Volker privat gut klar. Als ich gefragt wurde, dachte ich, ja, ich kann es mir schon vorstellen, bin jetzt ein bisschen überrascht. Aber ich wusste ja nicht, dass sonst keiner wollte. Und so war ich quasi, glaube ich, dann der Einzige. Die Radio Fritzen. Heute zu Beginn ihrer geneigten Sendung für dich, geneigter Hörer, der du noch nicht abgekippt, sondern in der Frühlage aufrecht stehen bist. Ein historischer Auftakt, doch zunächst die Begrüßung. Guten Morgen, Robert. Guten Morgen, mein Cäsar. Ist das der historische Auftakt schon? Nein, vor 362 Tagen wurde Rudolf Scharping von seinem Amt als Parteivorsitzender gekippt. Gestern sprach er wegweisende Worte, die als Passepartout zur Versöhnung gelten können im Allgemeinen. Er richtete sie an Oscar Lafontaine. Ich möchte an Scharping zitieren und diese Worte dir widmen. Mein Lieber, manches hat bitter wehgetan. Ich hoffe, wir finden die Kraft, die Schmerzen der Vergangenheit hinter uns zu lassen, denn wir haben eine Aufgabe vor uns, die wichtiger ist als wir selbst. Ja. Zeig dich bitte ein bisschen gerührter, ja? Wahrlich ein historischer Auftakt, ja. Eine neue Aufgabe haben auch Volker Wiebrecht und Robert Skopin vor sich. Sie sollen eine neue Welle für Hörer ab 25 mitgestalten. Arbeitstitel: Radio 1. Volli und Robi sind Anfang 30. Fürs Jugendradio fühlen sie sich allmählich zu alt. Ich habe mich dann auch für Radio 1 entschieden, weil Volker und ich auch ein traumatisches Erlebnis bei Fritz hatten. Das war die Trennung von Take That. Ich weiß gar nicht mehr, wann die genau war, aber es war so, dass wir die eben schon auch nicht mehr in der gebotenen Ernsthaftigkeit eines Jugendprogramms moderieren konnten. Das heißt, also die gesamten weinenden Teenie-Mädchen konnten wir nicht so ernst nehmen. Und das hat uns die Redaktion auch vorgeworfen. Und das war für uns aber schon ein erstes Signal, dass wir vielleicht dem Programm ein bisschen entwachsen sind. Ich bin der Moderator und bin der Chef. Alle mal Ruhe. Alle mal. So, dass Radio 1 eben auch als Hoffnung am Horizont stand und wir eigentlich gerne auch gewechselt sind und uns auf dieses tolle Abenteuer eben eingelassen haben. Wir wussten ja nicht, wie schlimm es wird. Im August soll's losgehen. Noch ist das Radio nur für Erwachsene eine Baustelle.